Hey, ich bin's wieder, Chris. Und danke für dein Abo, Hayashi. Cool, dass du dabei bist. Ja, ich will euch jetzt mal zeigen, wie ihr in OBS euch eine runde Facecam machen könnt. So wie ihr die jetzt bei mir hier auch schon seht. Und das hat halt den großen Vorteil, dass die Facecam nicht mehr so viel Platz wegnimmt auf dem Bildschirm. Weil bei mir war es oft so, dass Zuschauer ja kommentiert hatten, dass man im Hintergrund auf meinem Bildschirm irgendwas nicht gesehen hat, weil die Facecam darüber war. Und mit der runden Facecam nimmt es halt weniger Platz weg als mit so einer normalen eckigen. Ja, wie können wir das Ganze machen? Also einfach einmal OBS öffnen und dann hier bei unseren Quellen natürlich unsere Facecam erstellen, falls ihr noch keine erstellt habt. Geht hier bei dem Plus und dann bei Videoaufnahmegerät. Ja, dann können wir hier natürlich einmal Doppelklick reingehen. Ja, ihr seht hier meine Einstellung, wie ich das eingestellt habe. Hier natürlich einmal eure Webcam auswählen als Gerät. Und das sind hier meine Facecam-Einstellungen eben. Ja, meist habe ich eigentlich Standard gelassen. Ja, und jetzt, um die eben rund zu machen, können wir jetzt hier auf rechte Maustaste gehen, dann Filter und dann den Effektfilter hier unten mit dem Plus hinzufügen. Und zwar Bildmaske Vermischung. Den einmal hinzufügen, habe ich hier gemacht. Ja, bei Art habe ich Alpha-Kanal drinne. Bei Farbe habe ich hier dieses komplette Weiß einfach drinne. Und bei Deckkraft hier eben auf 1. Mehr ist es auch nicht. Und dann müssen wir jetzt hier noch den Pfad auswählen mit dem Kreis eben, damit unsere Facecam rund wird. Ja, so ein Kreis könnt ihr euch einfach irgendwo aus dem Internet raussuchen. Ihr könnt ihn euch auch mit Paint selbst machen und dann eben runterladen. Ja, ich habe mir meinen Kreis für die runde Facecam bei Pixabay kostenlos runtergeladen. Könnt ihr einfach Kreis eingeben und dann habe ich hier, glaube ich, sogar diesen genommen. Einfach nur ein schwarzer Kreis halt. Und wichtig ist noch, dass der Hintergrund transparent ist. Also eben durchsichtig, weil nicht, dass wir dann ja im Hintergrund noch ja, eine weiße Farbe haben, dann ist es ja am Ende wieder nicht rund. Sondern dann wäre es ja wieder viereckig, deswegen muss der Hintergrund hier eben so transparent sein. Ja, das einmal dann hier runterladen und dann eben an einen sicheren Ort abspeichern. Ich habe es mir hier einfach auf meinem PC bei den Videos und dann bei meinem YouTube-Kanal, hier habe ich einen Ordner, habe ich mir einfach reingepackt. Und da seht ihr jetzt den Kreis eben für die runde OBS-Cam. Und den dürfen wir jetzt halt auch nicht mehr hier weglöschen. Wenn wir den hier rauslöschen, dann findet OBS den eben nicht mehr. Deswegen muss er da immer schön drinnen bleiben. Ja, und dann müssen wir jetzt hier nur noch in OBS beim Pfad eben durchsuchen machen und hier jetzt eben, ja, da wo wir den Kreis abgelegt haben, hingehen. Bei mir ist es ja, wie gesagt, hier. Genau, und dann einmal den Kreis auswählen und dann ist der hier auch hinterlegt und dann können wir das Ganze auch schließen und dann solltet ihr schon sehen, wie ihr jetzt so eine, ja, runde Facecam habt in OBS als Kreis eben. Ja, ich finde es wie gesagt sehr praktisch, da ich somit, ja, seitdem ich das habe, weniger Beschwerden bekommen habe, dass meine Facecam irgendwas Wichtiges verdeckt, was man im Hintergrund sehen sollte auf meinem Bildschirm oder so. Und ja, es nimmt wie gesagt weniger Platz weg. Es geht ja bei Facecam hauptsächlich darum, dass man unseren Kopf und unser Gesicht sieht. Deswegen finde ich, es ist eine coole Sache. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, ob ihr schon eine runde Facecam habt oder wie ihr das vielleicht macht, vielleicht kennt ihr da noch eine bessere Lösung. Und ja, genau. Ihr hattet vielleicht auch schon mal, dass eure Facecam zu viel verdeckt hat vom Hintergrund, dass man da irgendwas nicht mehr gesehen hatte. Deswegen. Ja, dann könnt ihr euch auch gerne noch unsere YouTube Affiliate Playlist angucken. Die verlinke ich euch beim i und in der Videobeschreibung. Da findet ihr mehr solche Tipps und Tricks zu YouTube. Ja, um da halt ja, besser voranzukommen und auch bessere Videos zu haben. Und findet da zum Beispiel auch hier ja, das letzte Video, was ich gemacht hatte, wie man eben auch einen ja, perfekten YouTube-Videotitel für mehr Aufrufe über die Suche bekommt. Ein Trick aus den Analytics und viele weitere Videos eben. Und dann verlinke ich euch auch noch unten in der Videobeschreibung und beim i. Meine vier Ads-Trainings. Da ja, findet ihr auch, wie ihr YouTube-Ads schalten könnt. Und da findet ihr eben die Basics dazu, um eben ja auf YouTube besser zu wachsen.
ja, oder auch eben ja, mehr Einnahmen zu generieren. Und die bekommt ihr als einen von 11 Boni zu meinen 3 Online-Kursbooster dazu und schaltet dann hier den Zugang zu unserem Affiliate-Trainingslager frei, wo ich uns dokumentiert habe, was mir von 0 auf 10 bis 226 Euro plus Provision am Tag geholfen hat. Ja, ich habe hier auch vor, dieses Jahr noch einen YouTube-Kurs reinzubringen. Und zwar, wie man die 1000 Abos auf YouTube erreicht und eben ja, Online-Geld damit verdient mit YouTube. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao, euer Chris.